Hier ist noch ein Schatz. Mensch! Ein bisschen Geld ansammeln, um gleich in Montagioni mal wieder ein bisschen zu renovieren. Weil das wollten wir ja immerhin auf 100% haben. Die Geschäfte. Und die Gemälde. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß ja nicht so wirklich immer bei meinem Gedächtnis. Zopp. Sehr gut gemacht, Ezio. Aber von der einen Kante konntest du vorhin nicht springen. Okay, da unten stehen sie. Und zack. Na komm her. So. Das war jetzt zu einfach. Gut. Dann hatte ich noch eine Codex-Seite. Nein, nicht da, sondern auf der Karte. Ah ja, da ist er. So, die noch holen, dann nach Monteriggioni und dann zu Leonardo. Lauf, Ezio, lauf! Da, ach, sorry. Oh, halt's Maul, ja? Und hier sind noch ein paar Schätze. Oh, wo ist denn diese Codex-Seite endlich? Ups, sorry. Codex-Seite, wo bist du? So, ah, da sind sie ja. Und zack. Komm her. Ihr wollt sterben? Dann kommt doch her. Bring die um, Ezio. Na komm. Ach komm doch. Geht doch. Was für ein Schabernack. So, drei neue Codex-Seiten. Das war meine Ausbeute. Wovon wahrscheinlich zwei sind, die ich schon vorher hatte. Also im alten Spielstand, aber gut. So. Schnellreisestation nach Monteriggioni. Da noch schnell hin und dann wieder nach Florenz und von da aus dann zu Leonardo. Juch, da geht's lang. Ich hatte ja aber anscheinend schon so ein bisschen was renoviert. Naja, mal gucken. Huch. Ey, wieso leckt das hier auf einmal so? Sag mal, PC, hast gelitten oder was? Hier mit 2000 Florin ist das Ding schon voll, unglaublich. Buongiorno. Salute, Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja. Mal gucken. Also das Bordell. Ich glaube, aber die Bank ist doch ein bisschen wichtiger, denn dein. Ja.
Buon viaggio. Dann können wir auch mehr Geld in der Kiste aufbewahren. Na gut. Ich muss das Bordell wieder neu renovieren. Ich bin so traurig. Dum, 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 dum. Wo ist denn hier die? Ah, da. Florenz. Osttor. Oh hier, ich bin Ezio, ich bin cool. Sieht verdammt aus wie Desmond. Ah, da ist das Tor. Pferdchen. So, hier. Pff, bleibst du da einfach auf der Brücke stehen, ja toll. Sehr gut gemacht, Pferdchen. Bin richtig stolz auf dich. Richtig, richtig. So. In die Berge, wirklich in die Berge reisen, ja. Gleich kommt auch so eine schöne Mission. Wunderschön. Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach. Zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Ich habe gesagt, wohin ich will. Ezio denkt wohl so, Fliegefall. Gut, Romagna-Ausflug. Leonardos Kutsche nach Venedig fahren. So eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich. Es kommt die wunderschöne Mission. Wo ich bei der letzten Aufnahme auch schon einmal gefällt habe, bin wie auch immer, dass man das sagt. Ach komm schon, ey, fallt runter. Jemand ist oben drauf. Fahr enge Kurven, um ihn abzuwerfen. Also wirklich Sinn, die versuchen abzuwerfen, macht es erst, wenn die drauf stehen. Oder man rammt halt vorher so ein paar Steine, ein paar Felsen. Pass auf, lass die Kutsche nicht kippen. Ich versuch's ja. Gott. Ich hasse diese Mission. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das gleich vorbei. Halt dich gut fest. Das wird ein bisschen hart. Hart. Ach.
Jetzt kommt ja auch noch das.